Hi Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge zu meinem Let's Play vom Spiel Minecraft. Ja, in der letzten Folge habe ich hier mit dem Kuppelbau begonnen. Ja, bin jetzt nicht so zufrieden. Wird ihr eckig statt rund, aber ich glaube, umso enger der Radius wird, umso runder wird das Ganze auch. Das muss ich noch ein bisschen anpassen. Und mal schauen, habe ich hier Holz drinnen? Ja, hier habe ich Holz. Sehr schön. Holz. Denn ich habe jetzt was anderes ganz kurz vor. Muss ich noch schnell reinmachen in diese Folge. Zack. Und zack. Und zack. Jetzt haben wir ein paar Schilder. Okay. Holz machen wir auch noch zur Stecke, dann ist es weg. Genau. Und zwar ist brauche ich das und das und das. Ja, genau. Jetzt laufen wir ganz schnell zurück. Ganz schnell. Also schnell ist relativ. Das habe ich bei anderen Let's Playern von Minecraft oder von anderen Spielen schon gesehen. Wo baue ich das hin? Hier? Oder oben? Ha, ich baue es oben hin. Schnell nach oben, oben. Ah, zum Glück ist die Treppe nicht kurz. Boah, gerade leckt es gerade ein bisschen. Ja, okay, das ist grenzwertig, aber es geht gerade noch. Baue ich daher. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und vielleicht noch mal eine Reihe, so. Hier eine Fackel dran und da eine Fackel. Und zwar folgendes. Hier kommt mein... So, wie nenne ich das Ganze? Mein... Halt. Mein... Bau... Ups. Bau... Plan. Genau. Hier will ich jetzt alles... quasi in Schildern notieren oder hinmachen, was ich in Zukunft bauen werde und auch das werde ich dann bauen. Jetzt fangen wir einfach mal hier an. Also quasi ein Tempel. Ach Gott, ich kann schreiben. Tempel. Genau, den machen wir fertig. Dann daneben das Gäste. Ach, Gästehaus. Dann, was ich auch von anderen selber schon gebaut habe, und zwar auch, was auch wirklich sehr gut funktioniert, ist eine von mir entwickelte Kürbis Bindestrich und Melonen Farm Automa Ach. Gibt's doch nicht. Jetzt automatische Kürbis- und Melonenfarm. Genau. Eine Zuckerrohrfarm. Nee, brauche ich nicht, aber ich brauche was anderes und zwar eine Hühner. Nee, halt. Halt. Automatische Hühnerfarm. Genau, habe ich auch schon mal gebaut. Funktioniert auch sehr gut. Geht auch relativ zu schnell. Zu schnell, sage ich. Geht auch relativ schnell. Dauert, ja, wir sagen, vielleicht eine Folge maximal. Geht wirklich schnell zu bauen. So, was wir noch bauen. Ich würde gerne mal Niete mal ein bisschen noch weiter erkundschaft oder hier die Welt noch ein bisschen erkunden, also quasi schauen wir hin. Oh, ja, wo, das ist ja kein Bauplan. haben wir 3 Punkte hin, wissen wir, okay, hier kommt dann noch was dazu. Machen wir schnell eine Kiste, ups, bei 8 Holz. Stellen wir daher, die Werkbank nehme ich wieder mit. Hier stelle ich mal die Schilder rein. Falls noch irgendwas dazu kommt, dann werde ich es einfach hier notieren.
Und zwar aus einem Grund brauche ich die automatische Kürbis- und Melonenfarm, denn ich glaube, die werde ich sogar als nächstes bauen, noch ein Tempel. Oder erstes Gästehaus, ist ja egal. Folgendes: Es gibt einen Dorfbewohner, also ich habe noch nicht, aber auf einem anderen Server habe ich schon gesehen, der heißt Farmer. Der Farmer, der, bei dem kann man Weizen tauschen, Kartoffeln, Karotten. Ja, also die drei Sachen sind quasi Sachen, die man jetzt relativ schwer irgendwie automatisch anbauen bzw. abbauen kann. Also abbauen ist klar, ich schlage einfach drauf, aber automatisch. Okay, geht ein bisschen schwer. Und es wird schon wieder Nacht. Oh. Ich kann weiterreden, während ich zu Fuß unterwegs bin. Genau, und Kürbis- und Melonenfarmen. Ja, da muss man einfach nur. Also einfach. Da muss man quasi nur in der Nähe sein oder in der Umgebung. Und dann bauen die automatisch Kürbisse an, beziehungsweise Kürbisse werden, die wachsen ja automatisch. Und ja, das funktioniert wirklich sehr gut. Also habe ich festgestellt. Und da man die Sache auch relativ schnell dann auch bekommt, kann man auch schnell bei den Dorfbewohnern die Smaragde tauschen und ja, muss ich bloß hoffen, dass ich noch irgendwann mal so einen Dorfbewohner bekomme. Quasi einen Farmer. Momentan schaut es noch ein bisschen mager aus. Warum laufen denn alle im Berg hoch? Was ist denn los? Was bist du? Ah, okay, Waffenschmied. Farmer schaut so aus, der schaut genauso aus wie der Waffenschmied, nur ohne diese. Ja, wie soll ich es nennen? Ohne diese Schürze. Hey, Eisengolem, was geht ab? So viele Geistliche hier in der Stadt, im Dorf. Und so viele Waffenschmiede. Ich bräuchte einen Lava-Eimer. Schäfer, okay. Ich dachte schon, es wäre vielleicht ein. Ein Farmer. Ja. Also werden wir erstmal hier weiterbauen, bevor ich mich um irgendwelche Dorfbewohner kümmere. Irgendwie muss ich wieder darauf kommen. Das ist einfach so eine Sache, aber da hinten, hier, geht es mir relativ schön. Zum Glück ist alles so ein bisschen treppenartig, da kommt man auch dann schön rauf. So, jetzt muss ich ganz schauen, dass ich irgendwie kreisförmig bekomme. Jetzt mal hier so eine hin und da so eine. Ja, so könnte es werden. Also bloß gleichmäßig sein, dann wird das Ganze auch schön rund. Ups, da natürlich nicht hin, sondern eher daneben. Jawohl. Ja, so wird es. Das wird langsam kreisförmig, auf jeden Fall. Ups, nee, so nicht. Setzen wir wieder eine Reihe oben drauf. Ich würde sagen, ich mache den Rest. Ups. Den restlichen. Ach, falsch, wieder runter. Mache den restlichen Kreis mal schnell, beziehungsweise die Kuppel mache ich mal schnell in einer kurzen Timelapse-Aufnahme fertig. Und dann sehen wir uns. Sehen wir uns, würde ich sagen, in der nächsten Folge wieder. Also macht es gut. Bis dann und viel Spaß bei der Timelapse-Aufnahme. Also, ciao!